Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr schon im Titel lest, geht es heute mal um ein richtig geiles Thema eigentlich, denn ich bekomme immer so viele Fragen, wie ich mit meiner Größe überhaupt einen Supersportler fahren kann und so weiter. Und deswegen will ich euch das heute mal einmal mal ein bisschen so erläutern. Alles klar, Digga, bleibt einfach mitten stehen. Hallo, jetzt fahr doch um. Wow, Alter, Frauenauto fahren, Digga. Denn Leute, ich bekomme immer wieder von euch Fragen, hauptsächlich aber auf Instagram, wie ich mit meiner Größe, nämlich so eine Supersportler, fahren kann. Und meistens schreiben mir dann Leute, die sind knapp 2 Meter. Und nachdem ich ja 1,95 bin, kann ich da meistens nie was dazu sagen. Aber jetzt kann ich was dazu sagen. Denn, Alter, wann war das? Vor 2 Tagen, glaube ich, war da ein guter Bruchpilot bei mir. Und der ist ja, glaube ich, 1,98, 1,99. Und der ist halt da für einen halben Tag, glaube ich, nicht halben Tag, aber der ist sicher so 100, 150 Kilometer mal meine CBR gefahren und hat mir dann da auch ein paar Sachen dazu erzählt, dass er sie echt bequem fand. Und genau um das soll es auch heute ein bisschen so in dem Video gehen, nämlich mit was für einer Größe kann man noch so eine Supersportler fahren und wo fangen die Problemchen an. Aber jetzt kurz mal zur Ausgangslage, denn ich habe ja auf meiner CBR keine originalen Stummel montiert, sondern wirkliche Racing-Stummel. Das heißt, die sind jetzt nochmal so, boah, ich glaube so 4-5 cm tiefer. Und da würde man ja direkt meine, die sind ja direkt arsch unbequem. Klar, sie sind jetzt ein bisschen unbequemer als jetzt die Originalstummeln, wenn man jetzt so langsam fährt wie ich gerade, aber halt so beim Ballern, muss ich auch schon sagen, finde ich die Racing-Stummel deutlich geiler. Also deutlich, deutlich, deutlich geiler. Weil, ja, sie sind einfach unten und wenn du dann in das richtige Hang aufgehst, dann finde ich das halt schon irgendwie deutlich ansprechender zu fahren. Und ganz wichtig, ich habe bei meiner CBR jetzt noch die originale Rastenanlage montiert. Die wird aber wahrscheinlich im Winter gewechselt, weil ich da noch ein bisschen was einstellen will. Denn ich habe ja eigentlich relativ kurze Beine. Ich meine, ihr seht, da ist noch gut so 3-4 cm Platz, bis ich da wirklich anstehe, wo man eigentlich anstehen sollte, dass man einen perfekten Knieschluss hat. Das war nämlich auch das Geile beim Bruchpiloten. Der war, hat einfach die perfekte Größe, dass er wirklich da perfekt ansteht mit seinen Knien und hatte da einen perfekten Knieschluss. Das ist bei mir jetzt noch nicht so der Fall, aber bei mir liegt es halt auch einfach daran, wie gerade schon erwähnt, ich habe relativ kurze Beine. Und ich dachte mir auch früher, weil das halt irgendwie immer jeder gesagt hat, so eine Supersportler ist so rotze unbequem, da kannst du nicht lange fahren, bla 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 bla. Klar, wenn du jetzt nur Naked gewohnt bist und du fährst einmal eine Supersportler, dann denkst du schon, okay, ist doch schon jetzt nicht so das Bequemste. Aber wenn du jetzt dann mal längere Zeit eine Supersportler fährst und langsam weißt, wie man da drauf sitzt, oder zum Beispiel so wie jetzt, ich nehme jetzt die Last von meinem Handgelenk einfach runter mit dem Knieschluss und ich habe da jetzt eigentlich gar kein Gewicht auf meinem Handgelenk und so tut das dann auch nicht weh nach einer Zeit. Nur halt so ein paar Sachen muss man da halt beachten, dann geht das auch. Nur halt, wenn man nur einmal oder zweimal damit fährt, ja, dann vor allem, wenn man von der Nähe kommt, dann sitzt man da halt noch relativ viel auf den Handgelenken drauf. Man tut dir das auch schnell mal weh. Ich muss halt jetzt auch dazu sagen, ich fahre das Ding jetzt seit 2 Monaten jeden Tag als Daily, weil ich habe kein Auto. Das heißt, ich fahre das Ding von A nach B, ich fahre das Ding einkaufen und. Das mache ich alles mit dieser wunderschönen CBR. Und natürlich geballert wird mit dieser CBR auch. Und ich bin jetzt natürlich auch schon die eine oder andere längere Tagestour gefahren. So, ja, so 500 Kilometer an einem Tag war da schon mal drinnen. Und da muss ich sagen, nach den 500 Kilometern und ein paar Stunden, wo ich da unterwegs war, tat mir echt gar nichts weh. Also mache ich das mit einer Superduke, tut mir direkt mein Arsch weh. Also nach 2-3 Stunden tut mir bei der Superduke sofort der Arsch weh. Und das habe ich halt bei der CB eigentlich gar nicht.
Klar, wenn du jetzt 2 Stunden durchfährst Autobahn und so, tut dir irgendwann wirklich mal das Handgelenk weh, weil es halt auch nicht immer darauf achtest, dass du jetzt das Gewicht von Handgelenken nimmst und so. Aber dann machst du 5 Minuten Pause und da tut einfach gar nichts mehr weh. Kann jetzt natürlich auch nur sein, weil ich es schon langsam gewohnt bin, dass es jetzt bei mir so ist, denn ich fahre ja jetzt mittlerweile, wie lange fahre ich die CBR jetzt? 4 Monate? Ja, 4 Monate. Und es kann natürlich auch sein, dass ich es langsam einfach gewohnt bin und mir dadurch nichts mehr wehtut. Das glaube ich aber jetzt nicht unbedingt, sondern ja, ich glaube einfach, Supersportler sind doch nicht so unbequem. wie jeder immer sagt. Aber Leute, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr zu dem Thema steht. Denn ich weiß, dass ziemlich viele von euch da draußen fahren selber eine Supersportler. Merke ich auch immer in meinen Livestreams. Und da frage ich auch immer hin und wieder mal, wie ist das bei einer so mit Handgelenken? Die Stars, findet ihr auch Supersportler relativ bequem? Oder findet ihr wirklich, es ist gar nicht auf der Landstraße? Und die Mehrheit sagt eigentlich wirklich, sie fahren einfach nichts anderes, weil es erstens geil ist und zweitens, ihnen tut nach einer Tagestour auch kaum was weh, also für was anderes kaufen, wenn man einfach auf Supersportler steht. Ich meine, bei mir ist ja das Gleiche. Ich liebe diese CBR unter mir über alles und ich würde mir auch niemals wieder, glaube ich, als einziges Bike eine Naked holen. Wenn ich nochmal in der Situation bin, dass ich nur mal ein Bike habe, dann wird es auf jeden Fall eine Supersportler. Aber gut, Leute, schreibt einfach mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich bin echt mal gespannt. Ich wollte das Thema heute einfach mal ein bisschen ansprechen, denn man muss halt eins ganz klar sagen, wenn man ein Bike wirklich fahren will, dann kann man das auch fahren. Meistens ist das wirklich nur eine Sache von, will ich das überhaupt oder will ich das nicht? Denn ihr seht es ja ganz klar an mir. Ich bin jetzt nicht der Leichteste und jetzt auch nicht der Dünnste. Und ich passe optisch eigentlich auch gar nicht auf eine Supersportler. Muss man einfach so sagen. Und warum fahre ich eine Supersportler? Weil ich sie einfach fahren will und weil mir das Ding einfach Spaß macht. Genau. Das nochmal kurz zum Ende. Und jetzt haut einfach mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich bin mal gespannt. Ich wollte mit diesem Video hier jetzt einfach eine kleine Diskussionsrunde unter dem Video aufmachen. Da könnt ihr mir nämlich gerne mal eure Meinung und eure Sichten zu diesem Thema reinballern. Vielleicht sind auch Leute unter euch, die über 2 Meter sind und auch eine Supersportler fahren. Deswegen haut einfach mal in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und Peace, Leute!